Guten Tag. Im heutigen Video möchten wir Ihnen einmal zeigen, wie man unsere Parador SPC-Böden mit der Comfort-Klick-Verbindung richtig verlegt. Im Vorfeld der Verlegung ist es wichtig, dass Ihr Verlegeuntergrund entsprechend sauber und belegereif ist. Bei manchen Untergründen bietet es sich an, zusätzlich eine Parador PE-Folie zu verlegen. Ein weiterer Akustikunterboden wird nicht benötigt, da dieser bereits unterm Produkt werkseitig angebracht ist. Nachdem wir nun den Untergrund entsprechend vorbereitet haben und die Belegereife sichergestellt ist, verlegen wir als erstes die PE-Folie. Bei der Verlegung der PE-Folie ist es wichtig, dass diese faltenfrei und glatt aufliegt, damit später keine Geräuschbildung stattfinden kann. Und Stöße sollten gegebenenfalls geklebt werden. Nachdem die Folie entsprechend verlegt wurde, ist es wichtig, dass wir nun den Raum entsprechend einmal einmessen, um zu wissen, wie breit die letzte Dielenreihe sein muss. Damit diese nicht zu schmal ausfällt, bietet es sich in vielen Fällen an, bereits die erste Reihe entsprechend in der Breite zuzuschneiden. Damit wir bei der gesamten Verlegung rundum eine Dehnungsfuge gewährleisten können, verwenden wir die Verlegerastkeile, die dabei helfen, entsprechende Dehnungsfugen in unterschiedlichen Breiten zu generieren. Nach Abschluss der Untergrundvorbereitung und dem Auslegen der PE-Folie gilt es sich nun dafür zu entscheiden, in welcher Richtung das Material im Raum verlegt werden soll. Wir empfehlen dazu, den Lichteinfall zu wählen. Das heißt, das Material immer parallel mit dem Lichteinfall im Raum zu positionieren. Des Weiteren ist es wichtig, dass das Material im Vorfeld der Verlegung 48 Stunden akklimatisiert, das heißt sich an die Raumtemperaturen anpassen kann und während der Verlegung immer mehrere Pakete gleichzeitig geöffnet sind, um in der verlegten Fläche später eine gute Dekordurchmischung zu erreichen. Bitte beachten Sie für weitere Hinweise auch den jeweils beiliegenden Paketeinleger. Um nun mit der Verlegung starten zu können, müssen wir, wie angesprochen, die Dehnungsfuge schaffen. Dies machen wir mit Hilfe der Rastkeile. Die Rastkeile, wie der Name schon sagt, haben eine Rasterung und diese eignet sich dazu, verschiedene Wandabstände in der Dicke zu generieren. Warum die Rastkeile verwendet werden, hängt damit zusammen, dass wir immer gucken müssen, auch bei unebenen Wänden einen gleichen Abstand schaffen zu können, sodass die verlegte Fläche am Ende auch wirklich gerade ausgerichtet ist. Bei der Positionierung der Dielen kommt es nun darauf an, dass Sie bei der Verlegung darauf achten, dass die Nutseite immer in die Raumöffnung rein zeigt, in die Verlegefläche rein zeigt und die Federseite immer an der Wand anliegt. Um nun die erste Reihe vollständig verlegen zu können, müssen wir einfach nur darauf achten, dass wir, wie gesagt, die Rastkeile entsprechend überall als Anlagepunkt positionieren. Und dann entsprechend die kopfseitige Verbindung, an der sich der Comfort-Klick befindet, in einem Winkel von ca. 5 bis 10 Grad einschwenkt. So, um jetzt die letzte Diele in der Reihe einmessen zu können, gehen Sie wie folgt vor. Sie halten Ihre Diele in der Position, wie Sie sie einsetzen würden und drehen diese um 180 Grad und können nun das entsprechende Maß abnehmen. Bitte beachten Sie darauf, dass Sie hier auch die Rundumfuge mit einkalkulieren. Das Material kann nun ganz einfach mit Hilfe eines Cuttermessers geschnitten werden und über eine scharfe Kante, wir empfehlen Ihnen immer, Ihren Wohnzimmertisch zu verwenden, wenn dieser denn gerade Kanten hat, über eine Tischkante hinweg zu brechen. Das Material lässt sich ganz einfach mit Hilfe eines Cuttermessers einschneiden, sodass wir eine Sollbruchstelle generieren. Und dazu braucht man gar nicht viel Druck aufwenden, sondern es muss einfach nur die erste Schicht eingeschnitten sein. Wie gesagt, eine gerade Tischkante bietet sich an. Gegebenenfalls müssen Sie nochmal den rückseitig angebrachten Akustikgegenzug durchtrennen, damit auch dieser sauber vom Schnittkantenbereich gelöst ist. So. Auch hier positionieren wir zuerst die Abstandhalter. Und setzen dann das letzte Dielenstück ein.
Nachdem wir nun die erste Reihe komplettiert haben, können wir nun die zweite Reihe verlegen. Bei der zweiten Reihe können Sie Reststücke, die Sie vom Zuschnitt der ersten Diele haben, von einer Mindestlänge von 20 cm weiter einsetzen. So, die zweite Diele wird nun einfach längsseitig im Profil eingesetzt und abgesenkt. Auch hier müssen wir diese Diele natürlich wieder mit den Abstandhaltern entsprechend positionieren. Nun benötigen wir zusätzlich ein weiteres Werkzeug, nämlich die Parador-Verlegehilfe, die dabei hilft, die nächsten Dielen entsprechend im passenden Winkel einzusetzen. Die nächste komplette Diele wird nun auch wieder kopfseitig zuerst eingeschwenkt und der Länge nach abgelegt. Durch die Verlegehilfe haben wir bereits den benötigten Winkel, den wir nun benötigen, um die Diele entsprechend einrasten lassen zu können. Nachdem die Diele komplett eingerastet ist, bietet es sich an, nochmal einen kleinen Setzschlag auf die bereits abgesenkte Diele zu geben. Um zu gewährleisten, dass auch wirklich alle Verbindungen ordentlich eingerastet sind. Um die zweite Reihe jetzt vervollständigen zu können, müssen wir nun die Diele wieder entsprechend einmessen. Bitte verfahren Sie mit der weiteren Verlegung Ihrer Fläche wie gezeigt. Nachdem Sie nach dieser Art der Verlegung Ihren Raum fertiggestellt haben, achten Sie bitte darauf, dass Sie alle Rastkeile entsprechend wieder entfernen. Und wir empfehlen nach Abschluss aller Arbeiten eine Bauabschlussreinigung. Wir hoffen, dass Ihnen das Video entsprechend weitergeholfen hat und bedanken uns fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.